Herzlich willkommen. Mein Name ist David Schwesig. Ich bin technischer Leiter beim IWW Zentrum Wasser, einem gemeinnützigen Institut mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. Wir betreiben dort angewandte Forschung, Beratung und Weiterbildung für den Trinkwassersektor und beschäftigen uns dabei mit allen Themen buchstäblich von der Quelle bis zum Zapfhahn des Verbrauchers. Und entlang dieser Wegstrecke von der Quelle zum Zapfhahn orientieren sich auch die 6 Hauptarbeitsgebiete, zu denen wir bei IWW tätig sind. Das allererste Arbeitsgebiet sind die Wasserressourcen, also die Oberflächengewässer, Flüsse, Seen, Grundwasserleiter, aus denen wir letztlich Trinkwasser gewinnen. Da arbeiten wir daran, besser zu verstehen, wie können wir diese Ressourcen besser schützen, wie können wir auch besser vorhersagen, in welcher Menge und mit welcher Qualität uns Wasser zukünftig zur Verfügung steht, auch unter sich ändernden Randbedingungen, wie zum Beispiel dem Klimawandel, der dort hineinspielt. Haben wir Wasser gewonnen, müssen wir es in der Regel aufbereiten, damit es wirklich als Trinkwasser genusstauglich ist. Hier kommt die Wassertechnologie ins Spiel. Da entwickeln wir neue und verbesserte Verfahren, um unerwünschte chemische Stoffe, Krankheitserreger, Bakterien aus dem Wasser zu entfernen, um es wirklich genusstauglich zu machen. Das aufbereitete Wasser muss dann letztlich ja noch den Weg bis zum Verbraucher finden. Damit beschäftigen wir uns in dem Fachgebiet Wassernetze. Da spielen solche Fragestellungen eine Rolle wie, welche Materialien sind für welche Art von Wasser geeignet? Denn wir müssen ja sicherstellen, dass zum einen das Wasser nicht die Materialien angreift und so ein Verteilungsnetz dann löchrig oder beschädigt macht. Zum anderen darf das Material auch keine Stoffe in das Trinkwasser abgeben, die dann die Qualität beeinträchtigen. Die Qualitätsüberwachung des Wassers ist auch ein ganz wichtiges Arbeitsfeld, eigentlich 2 Arbeitsfelder, die chemische Wasserqualität, Analysen zu Verfahren zu entwickeln, mit denen wir immer genauer neue Stoffe und auch niedrigere Konzentrationen nachweisen können und auch mikrobiologisch das Wasser zu überwachen. Wie ist die Qualität? Sind Krankheitserreger in dem Wasser vorhanden oder abwesend? Das einmal analysieren und auch bewerten zu können, sind wichtige Arbeitsgebiete. Das sind jetzt alles sehr wissenschaftlich-technische Arbeitsgebiete, auf denen wir tätig sind. Das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Wir beschäftigen uns auch sehr intensiv mit Fragen der Wasserökonomie, des Managements und der Organisation. Denn immer dann, wenn wir neue technische Lösungen in so ein komplexes System wie die Wasserversorgung einbringen wollen, dann müssen wir auch die Frage beantworten, wie lässt sich das in die Organisation integrieren? Haben wir wirklich eine Lösung, die unter Betrachtung aller Kosten- und Nutzenaspekte auch das beste Verhältnis aufweist? Ist es in Übereinstimmung mit dem Regelwerk? Ist so eine Lösung auch tatsächlich gesellschaftlich akzeptabel? Auch das sind wichtige Fragestellungen, die wir betrachten. Wir machen das sowohl forschungsseitig, wir bringen aber dann auch die Ergebnisse unserer Forschungstätigkeit in die Praxis, indem wir Wasserversorgungsunternehmen konkret beraten, wie sie diese Lösung für ihre Fragestellung anwenden und nutzbar machen können. Und wir tragen das Wissen auch über Weiterbildungsmaßnahmen in den Sektor, in dem wir Personen schulen, die beruflich mit dem Themenkomplex Trinkwasserversorgung zu tun haben. Das machen wir nicht nur an unserem Hauptstandort in Mülheim an der Ruhr, sondern wir sind auch in 2 weiteren Bundesländern vertreten, in Hessen und in Niedersachsen. Wir sind aber darüber hinaus auch auf Bundesebene und auch auf europäischer Ebene aktiv. Die europäische Ebene ist für uns gerade für die Forschungsaktivitäten besonders wichtig. Ein aktuelles Beispiel zu einem europäischen Forschungsvorhaben, das jetzt gerade bei IWW startet, ist das Projekt Be Water Smart. Die Herausforderung hinter diesem Projekt ist die, dass wir beobachten, dass an vielen Orten in Europa und auch an manchen Orten in Deutschland Wasser knapper wird. Wir brauchen einen Wasserkreislauf, der smarter ist, indem wir das bestehende Wasser intelligenter nutzen. Wir beobachten Knappheit bei Ressourcen auch bei anderen Wertstoffen. Und deswegen liegt auch hier die Frage zugrunde, wie können wir die im Wasserkreislauf vorhandenen Ressourcen auch aus diesem Wasserkreislauf besser zurückgewinnen und wieder in Kreislaufwirtschaftsmodelle einspeisen. Mit solchen Fragestellungen werden wir uns in diesem Projekt über die nächsten 4 Jahre beschäftigen. In diesem Vorhaben arbeiten insgesamt 36 Organisationen aus 8 europäischen Staaten unter der Federführung des IWW zusammen. Wir erhalten dafür von der Europäischen Kommission 15 Millionen Euro Förderung. Wenn dieser kleine Einblick in das Tätigkeitsspektrum des IWW Sie neugierig gemacht hat, Sie interessiert sind, mit uns in Kontakt zu treten, mit uns vielleicht eigene Kooperationsprojekte zu beginnen, freuen wir uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an. Wir treten gerne mit Ihnen ins Gespräch.
Dankeschön.